Ja, ich habe nochmal den Koalitionsvertrag studiert, der jetzt nicht mehr bindend und nicht mehr gültig ist für uns. Aber wir haben damals festgelegt, dass wir die Vereinbarung der Mittelstandsvereinbarung akzeptieren. Sie haben viele Punkte angesprochen, die natürlich auch gewisse Konflikte aufmachen. Ich denke, gerade in einem Stadtstaat wie Hamburg, der nach vorne blickt und sich nicht an alten Industrien und alten Stärken, sondern auch auf neue Stärken besinnen und konzentrieren will, muss man das immer wieder betonen, dass wir Zielkonflikte haben zwischen Wohnungsbau, zwischen Gewerbeansiedlungen und auch zwischen Grünflächen. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist und auch eine Botschaft an Sie und auch eine Botschaft ans Handwerk, dass wir langfristig immer genügend Gewerbeflächen zur Verfügung stellen müssen. Aber Sie haben das Beispiel angesprochen, Othmarschen, eine große, lange nicht genutzte brachliegende Fläche, die wir jetzt in Wohnfläche umwidmen wollen. Und da muss man sich dann schon mal überlegen, wie werden die großen Flächen, die jetzt vorrätig sind, auch tatsächlich genutzt? Sind das flächenintensive Industrien, die da hinkommen? Oder sind das Industrien, die viele Arbeitsplätze schaffen? Sind es lärmintensive Industrien? Das sind alles Fragen, die ich in dem Zusammenhang Lebensqualität und nachhaltige Stadtpolitik gerne erörtern und diskutieren möchte. Fakt ist, wir sind dafür, dass langfristig ausreichend Gewerbeflächen geschaffen werden, dass wir eine mittelstands- und auch handwerksfreundliche Politik betreiben, die gerade in den Zentren und in den Quartieren auf die kleinen Betriebe Rücksicht nimmt, dass die nicht verdrängt werden ins Umland. Und ich denke, das ist etwas, wo man dann auch im Hinblick auf Wohnungsbaupolitik gucken muss, dass wir da in einem vernünftigen Gleichgewicht uns bewegen. Denn man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen jährlich 6.000 bis 7.000 neue Wohnungen bauen. Gleichzeitig haben wir brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen und wollen das nicht miteinander in Einklang bringen. Deshalb nicht das sklavische Halten an bestimmte Hektarzahlen, sondern im Dialog miteinander zwischen Wohnungsbaupolitik und Flächenpolitik für Industrie, Handwerk und Gewerbe einen Ausgleich finden. Ja, ich denke, der Aspekt der Nachverdichtung ist hier von allen angesprochen worden. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, diese drei Aspekte, Grünfläche, Wohnung, Gewerbe, sinnvoll miteinander zu verbinden. Und das, was Sie als kritisch dargestellt haben, Herr Bischof, sehe ich als positiv, als Chance, die neue Mitte Altona. Dort entsteht gemeinsam in Bürgerbeteiligungsprozessen etwas, was genau diese drei Bereiche abdeckt. Wohnen, Gewerbeansiedlungen direkt in Wohnortnähe und gleichzeitig ausreichend Grünflächen. Wir haben übrigens auch weitere Beispiele, die bestätigen, dass nicht nur Bezirkspolitik, sondern auch Landespolitik sich stark dafür eingesetzt hat, dass gerade die kleinen Handwerksbetriebe, ich kenne mehrere Beispiele aus Altona, nicht verdrängt wurden, nicht in die Außenbezirke gehen mussten oder sogar das Bundesland verlassen haben, sondern dort, weil es gewollt und gewünscht ist, um Gewerbe und Wohnen zusammenzuführen, dort gehalten werden konnten. Und das Ganze hat natürlich auch einen Aspekt für eine Reduzierung der Verkehrsströme, für ein besseres gemeinschaftliches Miteinander. Und der Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, der Beteiligung, ist einer, den ich hier nochmal, um ein wenig Wasser in den Wein zu gießen, auch durchaus thematisieren möchte. Wir können uns einig sein im Parlament, in der Bezirksversammlung. Wir können auch Vereinbarungen mit Ihnen als Handwerkskammer abschließen. Wir können auch mit Gewerbetreibenden versuchen, eine Ansiedlung zu erreichen. Uns hat aber die Erfahrung der letzten Jahre gelehrt, dass wenn wir nicht frühzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Anwohnern vor Ort in einen Planungsprozess gehen, sei es für Wohnraum oder noch schlimmer, häufiger für Gewerbeansiedlung, wenn wir diesen Dialog nicht führen, dann haben wir ein riesiges Problem, zeitliche Verschleppungen. Sie haben alle sicherlich 2 bis 3 Beispiele aus Wohnortnähe von Bürgerinitiativen, die sich entweder gegen die Ansiedlung von Wohnraum oder Veränderung von Wohnraum wie die Ansiedlung von Gewerbeflächen richten oder gerichtet haben. Das sind Bürgerbegehren, die dann oft eine sehr lange zeitliche Dimension in Anspruch nehmen. Und da auch der Appell direkt an Sie, ans Handwerk, frühzeitig mit Ihren Forderungen in die Bezirke und dort den Dialog suchen, um dann gemeinsam was umzusetzen, um eben diesen Dreiklang auch herzustellen.
Ja, die Frage kann ich schnell und eigentlich knapp beantworten. Ja, wir befürworten ein solches Instrument. Es ist sogar damals als sogenannte Soborn-Richtlinie, soziale Bodennutzungsrichtlinie unter dem damalig grünen Stadtentwicklungssenator Wilfried Mayer sogar hier eingeführt worden. Wir haben es auch wieder übernommen in die Koalitionsverhandlungen und soweit ich mich entsinne, ist es auch unter Schwarz-Grün schriftlich festgehalten worden. Allerdings müssen wir hier, und eigentlich werden wir Grüne ja immer als die Investitionsbremsen und die Mittelstandsfeindlichen dargestellt, hier Kritik und Schelte sowohl am ehemaligen Koalitionspartner als auch an der SPD üben, die das hat so ein Stück weit versanden lassen. Also es war auf Landesebene schwierig, hier Fortschritte zu erzielen. Da sind wir ein Stück weit am Koalitionspartner gescheitert. In vielen Bezirken haben wir SPD-Bezirksamtsleiter. Auch die waren nicht sonderlich hilfreich bei der Umsetzung. Also wir würden uns sehr freuen, wenn das im Laufe der möglichen Koalitionsverhandlungen dann für die nächste Legislatur aufgegriffen wird, weil wir das als sehr sinnvolle, nachhaltige Maßnahme erachten. Auch um möglicherweise Projekte anzuschieben, die unseren Forschungsclustern erneuerbare Energien. Mir fällt da zum Beispiel in Rothenburgs Ort eine nicht erschlossene Gewerbefläche ein, die sich hervorragend eignen würde für einen Technologiepark erneuerbare Energien. Und da gibt es, glaube ich, das ein oder andere Beispiel. Gewerbehöfe haben Sie angesprochen, aber ich glaube, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Das sind, glaube ich, alles sehr sinnvolle Maßnahmen, die man dort einsetzen könnte, wenn es diesen Fonds nicht nur gäbe, sondern wenn er auch aktiv genutzt werden würde. Ja, es gibt keine Gewerbehöfe. Alle haben es beschrieben, auch warum es so ist. Ich glaube, es wäre gut, auch vor dem Hintergrund der Debatte, die wir geführt haben, um Nachverdichtungen und Mischnutzungen, also gemeinsame Nutzung von Gewerbe, Wohnungen, Grünflächen, das doch verstärkt in Zukunft in Angriff zu nehmen. Und in welcher Organisationsform? Ich fand die genossenschaftliche Idee durchaus bedenkenswert, aber wenn man tatsächlich zurückgreift auf einen solchen Planungsgewinnfonds, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grundlagen dafür gelegt wurden, nicht erst in dieser Legislatur, sondern auch schon in den vorangegangenen, dies aber bisher nicht ausreichend genutzt, ausgeschöpft wurde, dann wäre das durchaus auch eine charmante Möglichkeit, da eine Anschubsfinanzierung zumindest zu geben. An die Grote sprach es an. Es gibt diverse, auch sehr erfolgreich laufende Existenzgründungszentren, Carustar in St. Pauli. Warum kann sowas nicht funktionieren fürs Handwerk? Ich glaube, es stünde uns allen gut zu Gesicht, da auch über die Parteigrenzen hinaus da etwas in Bewegung zu setzen. Denn das, was über die Steg initiiert, vor Ort funktioniert im Kreativsektor, sollte doch auch im Handwerk funktionieren können.